Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Lost Lands The Four Horsemen in der Sammler Edition. Wir haben beim letzten Mal die Hauptstory abgeschlossen und gehen jetzt in die Bonusstory. Die vier Reiter sind besiegt. Allerdings wissen wir nicht, was mit Fulnur und Maron passiert ist. Sind sie wirklich tot? Konnten wir sie nicht retten? Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Wir gehen erstmal in die Bonusstory. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo Fulnur, mein Freund. Wir müssen uns so schnell wie möglich treffen. Höchst wichtige Angelegenheit. Ich kann die genaue Stelle unseres Treffens nicht angeben. Hoffe, du verstehst. Ich werde auf dich warten. PS? Hoffentlich wirst du nicht von Regen überrascht und der Brief wird nass. Ansonsten löst sich die Tinte auf. Dein Freund M. Punkt. Wer könnte M. Punkt sein? Auf jeden Fall ist da Fulnur. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das nach der Hauptstory spielt. Oder vor der Hauptstory. Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ich muss etwas unter dem Hahn halten, ansonsten überflutet das Wasser den Boden. Ich habe einen Brenner und ein Türsiegel. Mehr habe ich gerade nicht. Was ist das? Was ist das? Nee, das will ich nicht. Ich gehe woanders hin. Schnellwachstumstrank. Lässt jede Pflanze in Windeseile riesig werden. Zutaten: Mondfrucht, Aloe-Blatt. Rindensessenz des roten Baums, Kristallpilz, Probe der zuwachsenden Pflanze. Alles klar. Das habe ich aber noch gar nicht. Ich habe nur hier so einen Brenner. Mehr habe ich gerade nicht. Türsiegel, das ist aber nicht dafür leider. Da ist ein Labyrinthstück. Das kann ich hier einsetzen auf jeden Fall. Und drücke die Knöpfe, um die Kugel durch das Labyrinth in das Loch fallen zu lassen. Das muss da durch. Müssen wir mal schauen, wo wir hier lang müssen. Müssen wir mal gucken hier. Oh, kann ich das nicht selber drehen? Ah, das kann man so machen. Okay. Dann schauen wir mal, wo sie rauskommt. Das ist gut, das ist nicht so schwer. Wir haben es ja jetzt gleich. Das war's schon. Und wir krabbeln nach oben. Wir spielen also jetzt Fulnur. Sehr cool. Wir haben jetzt eine Schüssel, ein Messer. Was muss hier ran? Ohne Rad lässt sich die Maschine nicht bewegen. Ja gut, wird schwierig, ne? Wird schwierig, wenn man kein Rad hat. Kann ich hier noch irgendwo weg? Nee. Da geht es wahrscheinlich erst, wenn wir die Maschine in Gang setzen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so haben. Ist die Schale hierfür? Nein. Ich habe auf jeden Fall ein Messer. Ah, schaut mal her. Da passt der Schlüssel rein. Gut, jetzt haben wir eine neue Map offenbart. Das ist cool. Okay, da haben wir das. Ah, das ist wieder so ein, ja, wo man wieder Sachen finden muss und die müssen wir dann benutzen. Ich mag diese Rätsel oder diese Wimmelbilder
also diese Art von Wimmelbildern nicht so gerne. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ist nicht so meins. Ich finde das schöner, wenn unten die Wörter stehen. Da komme ich erstmal nicht weiter. Da ist ein Fetzen. Da haben wir auch noch was. Der kommt wahrscheinlich daran, genau. Warte mal, die Kerze können wir hier immer benutzen. Da haben wir den Brenner jetzt angemacht. Genau. Was habe ich denn noch? Ich habe jetzt eine Drahtzange. Kann ich hier auch noch irgendwas tun? Ich schau mal eben. Das nehme ich auch alles mit. Okay. Ist, glaube ich, hierfür, ne? Wir brauchen erst eine Schale auf jeden Fall. Dann machen wir das hier einmal weg. Die Musik ist auch weg. Warum auch immer. Das irritiert mich immer. Mein Gott, was man hier alles machen muss. Dann tun wir das hier erstmal rauf. Dann das Grüne rein. Ach, das ist das leere Gefäß. Ah, okay. Warte mal. Das war hierfür. Genau. Wunderbar. Gut, dann müsste das jetzt aber funktionieren. Und dann haben wir die mitgenommen. Ich kann diese Riegel nicht entfernen. Ich muss sie auflösen. Das machen wir einfach damit. Na dann. Dann kommt das wahrscheinlich hier ran und dann sind wir befreit. Ich habe ein Rad. Ich habe ein Rad gefunden. Ja, das war's jetzt eigentlich auch. Ist das jetzt... Das ist ja ein Rad. Das ist ja nicht hierfür. Da müssen wir wieder hoch. Und das kommt da ran. Ah, okay. Ui. Feuer überall. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ein Handrad. Ist das für... Ach so. Wir können nicht zurück. Kann ich gar nicht machen dann. Ah, alles klar. Ich wüsste jetzt, wofür das ist. Das machen wir hier einmal kaputt. Und dann habe ich hier eine Steinrune. Was kommt da jetzt rein? Dieses Katapult könnte die Mauer zertrümmern. Ich brauche nur etwas Schweres. Gott, wo kriegen wir denn jetzt etwas Schweres her? Da brauche ich einen Hebel für. Was ist hier los? Türsiegel, nee, das ist nicht dafür. Das gehört da natürlich rein, genau. Ah ja. Kanonenkugel. Kommt wie gerufen. Bitteschön. Ab geht's, auf geht's. Diesen Ort kennen wir. Hier war Susan auch schon mal. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Das Tor ist verschlossen. Wie kann ich es öffnen? Vielleicht dient dieses Symbol als Hinweis. Nee, das ist ein anderes Symbol. Musste mal eben gucken. Da ist noch was. Ah, der Hebel. Wunderbar. Dann machen wir es einmal. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Karte... Ja, habe ich sogar. Ah, jetzt kommt man wieder hier nach unten. Genau, weil das war hierfür auf jeden Fall. Okay. Abrupt hat die Musik aufgehört. Hä? Eine Fledermaus. Eine große Fledermaus, würde ich mal meinen, ne? Ah! Ich will nicht im Dunkeln mit der Fledermaus allein sein. Dieses Öl scheint in den dunklen Korridor weiter zu laufen. Vermutlich eine Art Beleuchtungssystem. Ja, dann beleuchten wir doch mal, wa? Es werde Licht. Richtig cool. Richtig cool. Das Buch scheint von innen verschlossen zu sein. Ich glaube, ich muss etwas von oben draufstellen, um es aufzuschließen. Was ist hier mit dir? Na toll. Da komme ich gar nicht weiter. Dann gehe ich hier weiter. Sieht wie eine Tür aus. Wie kann ich sie öffnen? Hau drauf! Gut, wir haben diesen Raum geöffnet. Ich fühle mich sehr sicher. Da hängt einfach nur eine Bestie. Aber gut. Dann schauen wir mal. Wir sind hier schon richtig, ne? Was konnten wir denn hier noch machen? Was war hiermit? Ah,
Ah, die Schale brauchen wir dafür. Schale mit Wasser. Brauchen wir aber nicht hierfür. Ah, ich glaube, hier sind wir so falsch. Wir müssen nach unten. Ach, immer noch hier sein, okay. Immer noch hier. Da ist nur dieser Brief von M. Was können wir noch hier tun? Woanders kann ich, glaube ich, nicht hin, ne? Nee. Wir sind hier schon richtig. Also hier sollen wir sein. Warum auch immer. Kann ja irgendwas kaputt machen hier. Das sagt er nichts zu. Okay. Ich habe nur dieses Ding hier, ne? Habe ich ja eigentlich noch alles gar nicht. Ich habe einen Brenner. Aber das braucht er ja nicht. Die Schale mit Wasser habe ich gerade hergeholt. Hier stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, weil. Interessant. Das brauchen wir. Das ist der Code. Okay. Versteckte Bedeutung. Ich habe den Brief entschlüsselt, indem ich ihn in Wasser tränkte. Er wurde mit zwei verschiedenen Typen Tinte beschrieben. Normaler Tinte, die sich im Wasser auflöste, und haltbarer Tinte, die zurückblieb. Der Brief enthielt ein verstecktes Bild, ein Hinweis, wo ich meinen Freund finden kann. Ein Objekt aus Stein war dem Brief beigefügt. Kann man dies auch auf dem Bild verwenden? Okay. Ich hoffe, der bleibt da hängen. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist eins. Ach so. Ah, okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und Nummer 4 natürlich. Die 4 habe ich nicht gesehen. Man sollte auch richtig gucken. Hier ist keiner. Eine wunderschöne Ansicht. Ich frage mich, welcher Turm es ist. Da geht's irgendwie hoch. Die Mauer hat ein Loch und Sand fließt heraus. Aber hiermit kann ich das nicht zerschneiden. Kann man auch nicht mit jedem Werkzeug zerschneiden, stand da. In diesem Kürbis befindet sich etwas, ich kann es nicht erreichen. Das Loch ist zu klein. Dann mach es doch größer. Dann haben wir eine Pyramide. Hier haben wir eine Waage. Da kommen wir aber so erstmal nicht hin, ne? So viele Wege. Mal wieder. Maron. Greetings, Fulner. I need your help, my friend. One brave warrioress named Suzanne will appear in the wasteland today. I sent her to the dwarf temple to get the compass of the world. Various dangers may await her on her way, you know. I need you to protect her from all these troubles. Find her and follow her stealthily. So her enemies don't know she has a hidden defender. I suggest that you get a good weapon. Address Tectonica, the mistress of the dungeons. I know she keeps one ancient powerful hammer. Perhaps she'll give it to you. When Suzanne takes the compass, make sure that she brings it safely to me. And one more thing. Don't exit the surface of the wasteland. Find your way into the dwarf temple underground. Okay, Maron. Und scheinbar spielt unser
unsere Bonus-Story vor der Hauptstory. Treffen mit Maron, dem Einsiedler. Ich traf meinen alten Freund Maron, den Einsiedler, am besagten Ort. Er verriet mir, dass jemand im Ödlein erscheinen wird. Eine junge Frau namens Susan. Sie wurde von Maron losgeschickt, den Kompass der Welten in der Steinstadt zu finden und ihn mit ihm zurückzubringen, bevor er dem Bösen in die Hände fällt. Maron bat mich, ihr unauffällig zu folgen und ihr zu helfen, sollte sie sich in Gefahr befinden. Für diese Aufgabe brauche ich eine gute Waffe. Susan ist auf dem Weg in die Steinstadt. Ich sollte mich beeilen, um sie dort zu treffen. Okay. Etwas blockiert das Periskop. Es kann nicht über das Haus hinaus hochgefahren werden. Okay. Kann ich es abschneiden einfach? Ja. Dann haben wir schon mal das Blatt. Was ist das hier? Da haben wir den Code noch nicht. Da brauchen wir einen passenden Schlüssel. Wir können ja aber noch was tun. Und wir müssen uns mit jemandem treffen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Sie ist auf jeden Fall die Herrin des Verlieses und sie hat einen mächtigen Hammer für uns. Werden wir sehen. Eine Zange. Geht das hier mit? Nee, leider nicht. Schade. Schade, schade, Marmelade. Was können wir hier tun? Geh immer weiter. Oder beziehungsweise, Moment, ich gebe erstmal was ab. Ich gebe erstmal was ab. Unser Blatt. Dann ist das schon mal futsch. So. Genau. Und dann können wir nach oben gehen. Was ist das? Ach herrje. Arrangiere die Blöcke, um alle orangenen Lichter zu entfachen. Das kennt man. Müssen wir mal schauen, wie sich das verhält. Was haben wir denn hier für welche? Drehen kann ich die nicht, oder? Nee. Drehen kann ich die nicht. Von daher müssen wir jetzt gut gucken. Ah, das rutscht runter. Das heißt, ich muss wirklich unten anfangen. Okay. Okay, okay, okay. Müssen wir erstmal schauen. Ja, sieht schon mal gut aus. Ob das so richtig ist, weiß ich aber noch nicht. Denn wir haben hier eigentlich gar nichts für die Ecke, ne? Was da rein könnte. Dann lasse ich das erstmal weg. Wir haben es schon. Tada! Cool. Da gehen wir aber erst im nächsten Part weiter. Ich bin gespannt, was dahinter sein wird in diesem Raum. Und ja, wir spielen die Vorgeschichte der Hauptstory. Finde ich sehr interessant. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören und sage ciao, auf Wiedersehen, eure Inori Epi.